Hallo, meine in der Karawane fahrenden Urlaubzweier und herzlich willkommen zurück zum weiteren Lauschig-Flauschig-Ründchen hier bei Snowrunner. Wir haben jetzt vor, gerade mal, eigentlich haben wir was vor, aber ich sehe gerade, ich habe die Quest gar nicht aktiviert, denn wir brauchen für die Sägemühle noch zweimal zwei Stahlträger. Die möchte ich mit euch jetzt versuchen zu ergattern. Und dann wollen wir sie nach unten bringen. Zur Sägemühle. Und wenn wir das haben, werden wir... Ich muss kurz gucken, passt das eigentlich, wenn ich da reinfahre? Eigentlich ist es doof, wenn ich da reinfahre, ne? Eigentlich hätte ich in den ersten reingemusst. Aber na gut. Ist jetzt so. Genau. Wir wollen jetzt das so machen, dass wir den Stahl besorgen. Dann bringen wir den Stahl rüber, geben damit die Quest ab. Fahren dann mit dem anderen Truck, den wir dann noch haben, erstmal hier wieder retour. Und holen uns, bringen dieses Werkzeug, was wir gefunden haben, sozusagen an Beidern. Plung, plung. It's jumping ball, jumping ball. So ist jetzt, sieht bisher ein wenig der Plan aus. Ich hoffe, ich kriege das so ein bisschen hin. Ich kann es noch nicht versprechen. Aber wir schauen mal. Wir schauen mal. Dass wir das irgendwie ein wenig hinkriegen. Ja, sieht noch alles ein bisschen ungelenkt aus. Ihr kennt es ja. Aber heute sollten wir wieder mal zwei Quests ein bisschen abschließen. Was mache ich denn da gerade? Ja, wieder. Du hättest mal berechnen müssen, dass du gerade wieder rückwärts fährst, mein Kleiner. Und ein anderes Standbild hast. So, warte mal, wenn ich jetzt so... Dann sollte ich den doch eigentlich so... Genau. So ist okay. Noch ein Stück, noch ein Stück. Aber wir müssen danach ja in die Richtung raus. Oh, ich habe gerade gesehen. Verdammt, ich habe diesmal nicht gesehen, dass sich da die Nacht hereindringt. Ja gut, ist dann halt so. Was? Nee. Heute machen wir wieder Verladerampe technisch natürlich, ne? Und ich würde ganz einfach sagen, wir machen mal... Nee, so, ja, genau. So, und hier wäre jetzt eigentlich ja nur die Devise, dass wir den jetzt... artig hierher ziehen. Wir ziehen ihn einfach nur hierher. So, jetzt muss ich nur leider wieder Kram wieder herstellen, Stützen ausfahren und das ganze Ding nochmal machen. Denn jetzt muss ich das ein bisschen anders setzen. So, jetzt ziehen wir den einfach ein bisschen hier ran. Ah, tolle Wurst. Sieht gar nicht so, wie ich es gewollt habe. Ah, guck mal, so geht's aber, oder? Weiter geht's nicht. Okay, ich glaube, das passt. So, und weil das so wieder wahrscheinlich nicht klappt, werden wir wieder nochmal den Kram wieder herstellen, Stützen aushauen, Trucks verladen. So, ja, war jetzt ein bisschen... Ne, aber 2 von 6 verladen, den Rest können wir jetzt dann da hinten die Eisendinger dann, die Stahlträger reinballern, bringen die runter und dann passt das. Bin jetzt auch gerade wieder so ein bisschen am Aufbauen von den Thumbnails bin ich gerade dabei und werde auch gucken, vielleicht komme ich heute noch zum Beantworten wieder der Kommentare, mal schauen, ob das alles klappt, wie ich mir vorstelle, und dann werde ich so langsam wieder im Dreh wieder drinne sein und baue mir das dann alles wieder ein bisschen auf jetzt hier und mache das wieder alles ein bisschen schnieke, dass das wieder alles ein bisschen ordentlicher aussieht, nicht so wie es jetzt gerade ist. Warte mal, kann ich Fracht verladen? Okay, danke. CFC. So ist das Ziel, dass ich jetzt das mache. Ich habe jetzt, wie gesagt, Dave's Diver wieder hergestellt, komplett. Also Dave's Diver ist jetzt auch abgeschlossen. Den habe ich jetzt auch komplett vorbereitet, dass er wieder jetzt mit allen Thumbnails da sitzt.
dass das jetzt ordnungsgemäß auch ein bisschen aussieht. Das war ja, kam ja eine Weile nicht hinterher mit allem und drum und dran und das, da bin ich jetzt wieder dran. Und dann geht das schon mal so. Fracht verladen, geht das jetzt so? Ja, sehr schön. So, dann kannst du mir... Ich kann aber, ganz ehrlich, mein Problem ist, ich kann immer noch nicht ganz so bequem sitzen. Deswegen ist es immer so, warum ich gar so gut wie gar nicht am Computer mehr sitze, weil ich irgendwie immer noch nicht richtig sitzen kann, so von der Formation her. Weil du sitzt ja ein bisschen, also die Beine sind ja ein bisschen enger dran, sozusagen. Und deswegen ist das so ein bisschen problematisch. So, warte mal. Du solltest jetzt erstmal gucken, wie fahren wir am besten? Am besten ist doch einfach hier raus. Ne, warte mal, wir fahren jetzt ja wo raus? Hier raus, genau. Dann fährst du da lang, 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 da lang und gibst da ab. Genau, das machen wir. Genau, wahrscheinlich, wenn ich jetzt das, wenn jetzt die Aufnahme nachher dann rendere, das kommt doch heute immer ein bisschen später hoch, weil eigentlich die Aufnahme, gut, heute ist ein bisschen später die Aufnahme, die Tage davor kam es trotzdem sehr spät hoch, weil das Renderprogramm sehr lange gedauert hat. Ich habe teilweise 2 Stunden gebraucht beim Rendern, war irgendwie nicht normal. Ich habe auch noch nicht gefunden, warum, wieso, weshalb. Ich habe nichts ja verändert, gar nichts weiter. Ja, keine Ahnung. Muss ich mal heute gucken, wie das dann klappt. Vielleicht geht das ein bisschen zügiger heute mit dem Rendern und ja, schaue ich mal. Kann aber wieder sein, erst leider gegen 22.30 Uhr, 23 Uhr immer. Ist immer doof, aber derzeit geht es noch nicht anders. Ich habe dir mitgeteilt. Jetzt war ja auch noch erster Schultag für die Kinder. Bin ich ja dann auch mal ein bisschen verantwortlich dafür, dass alles funktioniert. Die Kinder haben früh raus, angezogen, fertig, pipapo. musste ich auch erstmal alles hinbacken. Aber hat auch alle gut funktioniert. Mein Spätältester, der ist ja jetzt auf Klassenfahrt erstmal die Woche, damit ist ja einer aus dem Haus erstmal raus. Auch geil, weil dann kommst du in der Schule erste Woche, Klassenfahrt. ist ja auch schon sehr, sehr lohnend. Hat sich ja wieder gefreut. Sind jetzt, wie gesagt, dahin gefahren, haben jetzt Spaß, kommen am Freitag wieder. Und die anderen, ja, machen jetzt einfach mal ihre Schule. Und habe mich ja heute mal wieder ein bisschen exzessiver um den Haushalt auch gekümmert, Wäsche und Co. Und naja, heiliger Mist. Aber es geht gut. Sah schlimmer aus, als es ist. Sah schlimmer aus, als es ist. Da sind die Schlammlöcher irgendwie schlimmer. so. Also ich überlege gleich noch zu machen. Nee, wobei, heute machen wir mal Feinwerferaufnahmen. Habe ich auch vergessen, gerade anzuschalten. Wir sind erstmal halb im Dunkeln gefahren. Aber Tabalalinski, wir schaffen das und haben... Ah, als dieses Werk geschlossen wurde, war ich noch ein Junge. Mein Meerschweinchen hatte immer Sägemehl im Fell. Der Duft war magisch. Da werden Erinnerungen wach. Gut, dass es wieder arbeitet. Belohnung, das ist jetzt Lagerhaus ist jetzt verfügbar und wir haben jetzt das Geld. Und was brachte uns das Lagerhaus jetzt? Ich glaube, jetzt haben wir ja hier noch eine Sache. Holzplanken, genau. Die brauchten wir in der Risse aber nur, ne? Hier brauchten wir ja keine. Die Versorgung des Feuerwachturms läuft immer noch. Ich bin ja schon offline gewesen. What? What? Sag mal. Du? Könntest du mir den mal, abbrechen? Ja. Ne? Interessant. So. Du. Ach du Heilige, du bist ja auch schon recht leer, wa? So, den mal voll tanken. Den mal voll tanken. Und dann können wir den da hinten auch gleich noch voll tanken. Achso, ich muss mal wieder umswitchen. Und dann könnten wir eigentlich mit dem Dicken da jetzt, mit dem anderen Azibazi, losziehen und dann erstmal die Dinger holen. Aber wisst ihr, was ich mir überlegt habe? Wir machen eine kleine Pause. Ich lasse dann wieder das Zeitfenster einfach nur kurz stehen und scroll dann wieder rein, wenn die Zeit rum ist. Denn
Ach, guck mal, jetzt ist der Scout-Tankauflieger auch schon leer. Und dann könnte ich auch Trucks-Anhänger und Anhänger entfernen. Der Scout-Tankaufhänger kann weg. So, dann haben wir jetzt nämlich alles wieder verteilt, was an Sprit gibt. Oh, hier ist noch eine... hier ist auch noch ein Wettkampf. Lieferung an Lagerhaus. Okay, noch ein Wettkampf. Gut, weil dann könnten wir das so machen. Ich setze mich in dem Azi rein. Und... oh, ich habe eigentlich jetzt keinen Bock, bis dato zu warten, bin ich ganz ehrlich. Nö, ich habe keinen Bock. Nö, 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 nö. Der Weg hier geht aber auch, oder? Pass auf, wir... ah, ne, wir stehen mit dem jetzt. Pass auf, wir fahren jetzt den Weg hier entlang, ja? Wir fahren jetzt hier entlang. Bis hier hoch. Dann fahren wir dort entlang. So machen wir jetzt erstmal. Komm, wir fahren gleich. Weißt du, ich habe jetzt keine Lust, schon wieder bis in die Ewigkeiten zu warten und muss das ja auch noch fertig machen. Warte mal, ist hier eine neue Aufgabe? Ah, hier gibt es lange Stämme? Achso, nicht, hier sind wir lange Stämme. Ja, stimmt, die waren die langen Stämme abgeliefert. Müssen wir auch nochmal machen. Aber das bereite ich vor mit den langen Stämmen. Ist ja jetzt nichts Schwieriges. Da hole ich einmal einen von den Trucks, den Anhänger und fertig. Das kriegen wir schon hin. Ja, da bist du selber schuld. Da bist du selber schuld. Weil eigentlich solltest du umschalten. Ich würde sagen, wir holen jetzt erstmal die Sachen. Weil dann könnten wir nämlich da könnten wir nämlich die Quest auch abschließen. Dann aber wieder zwei Quests weiter in der Folge jetzt. Letzte Folge war ja doch ein bisschen, ne, wobei da hatten wir auch abgeschlossen. Eine Quest abgeschlossen, ein Fahrzeug besorgt. Genau, so hat man das letzte Folge gemacht. Und hier könnten wir dann einfach nochmal die Quest abschließen. Und hätten damit dann auch noch mal ein bisschen Karten. Man, sitzen ist immer noch nicht sehr angenehm. Im Auto geht's, habe ich so eine Position, wie ich da fahren kann. Aber sobald Schleppen und Co. Oh. Ist ein bisschen unangenehm. Ich muss mich gerade umsetzen, nicht wundern, deswegen. Das war jetzt gerade das Ding. Ja, ich habe mich gut reingebabbelt. Nee, warte mal, warum machst du den da? Nimm doch den da. Hä, hey, was ist denn jetzt los? Jetzt wieder irgendein Baum. Och Mann. Das ist, was mich so ein bisschen ärgert, wenn du hier irgend so einen blöden Baumstamm drin hast, den du nicht siehst. Und dagegen bubbelst. Und der auch nicht weggeht, ne? Na, ich muss jetzt ein bisschen mit den Beinen ausgestreckt sitzen, anders geht's gerade nicht. Aber es rächt sich immer, weil ich heute auch recht viel unterwegs war. Also, was ist denn heute los mit dem Spiel? Heute habe ich ganz schön FPS-Einbrüche. Ja, ich kann sagen, mit dem Grafik mal wieder updaten, etc. Muss ich mal gucken. Wenn ich viel unterwegs wie heute war, ich war heute recht stark unterwegs gewesen, hatte einiges zu tun, noch gehabt nebenbei. Und dann am Abend rächt sich das immer. Ich bin jedes Mal extreme Schmerzen am Abend und kann mich da nicht mehr konzentrieren und pennen wird dann auch nichts mehr. Pennen wird dann wahrscheinlich auch nichts mehr. Alter, wieder mal 3 Stunden Schlaf und das war's. Na, wunderbar. Morgen ist um 6 Uhr der Wecker. Sag mal, bist du jetzt ein Anhänger oder nicht? Hier steht auch nichts, ne? Nee, das ist, glaube ich, dieser Trecker-Anhänger. Traktor-Anhänger.
So, hier sind wir ja auf dem festen Untergrund und hier vorne können wir ja gleich nochmal aufs Haar schalten. Und sollen nur gucken, ob das ganze Zeug hier rausgibt. Sonst. Weil der irgendwie unten liegt, wa? Weil die Frage ist, kommen wir von hier oben ran? Ach du Jemine, jetzt habe ich mich hier mit reingewuschelt, ja? So, warte mal. So. Interessant wäre das, wenn ich wirklich da noch rankomme, könnte trotzdem. Ah! Cool. Angeln wir einfach mal das Ding raus. Aber ich habe trotzdem ein Problem. Der andere ist ja da drüben und ich habe mich jetzt hier auf eine Position hingesetzt, wo das nicht ganz so einfach wird. Schade, dass ich die Brücke hier aber nicht repariere. Sonst kann ich immer alles reparieren und diesmal geht das hier nicht zu reparieren. Kommt man hier eigentlich runter? Ich glaube, ja, man kommt schon runter, aber ich weiß nicht, ob das was bringt. Wieso? Wieso musst du da draufbleiben? So, jetzt könnte man aber Fracht entladen, Fracht verladen, sehr schön. Kran wieder herstellen. Der andere war hier oben, ne? Okay, ich muss eigentlich hier versuchen, irgendwie runterzukommen. Es könnte sein, dass was ich jetzt mache, ist totaler Nonsens. Ich könnte mich jetzt hier wahrscheinlich gleich komplett aufhängen. Aber hier herumzufahren, da habe ich irgendwie gar keine Lust gehabt. Aus seiner alten Torge wird er doch verrückt, der Typ. Und der andere ist doch hier oben, ne? Genau, ich folge der Straße nach oben. Wie komme ich denn am besten zurück? Aber wobei, guck mal, wir können auch hier unten dann da durchfahren, ne? Oh ja. Oh ja. Aber hier sieht es schon wieder aus, als ob ich hier nicht langfahren wollen würde. Aber na gut, wir tun es trotzdem. Ja, im Dunkeln lässt gut munkeln, ne? Wissen wir ja alle. Na klar, steht das Ding genau da. Willst du das wirklich so machen? Wirklich? Bist du sicher? Meinst du, das sollten wir so versuchen? Okay, du bist der Chef, das ist dein Fahrzeug. Na, dann mach mal. Wieder mal gespannt, was da rauskommt bei dabei. Ja, wir können ja gucken, ob wir Wetten abschließen, ob der gleich wieder am Graben liegt. Da bin ich auch immer gespannt, ob er das hinkriegt. Das macht der Fahrer alleine, ja, ich kann nichts dafür. Ich bin nur zum Kommentieren da. Ich bin nur zum Kommentieren da.
Blummi Bummi. Okay, das hat er schon mal geschafft. Okay, und das hat auch geklappt. Gut. Zumindest hat er das drin. Jetzt ist halt die Frage, wäre eigentlich sinnvoll, wenn wir noch da lang fahren und gucken, dass wir den da irgendwie rauskriegen. Ach so. Wenn wir jetzt nicht irgendwie abkippen. Das kann natürlich passieren bei der Schlammschlacht, die wir hier jedes Mal neu schlagen. Aber zumindest haben wir jetzt die Sachen für die Quest schon mal ready. Weil einen haben wir ja schon abgegeben, drei müssen wir noch. Ja. Gut, jetzt die Kamera nicht an ist, ich habe mich aus Versehen 4 gezeigt. Und drei müssen wir noch abgeben von 4. Und dann könnte man gucken, ob wir den vielleicht schon mitnehmen können, den anderen Truck. Dann können wir den nämlich auch schon bergen, weil wir da hinten ja den Reparaturschemel haben. Könnten wir den ready reparieren, den ein bisschen Sprit einflößen und dann können wir gucken, ob wir den mitnehmen sollen oder nicht. Und alles weitere sehen wir dann. Ist nur die Frage, wie kriege ich denn den am besten aus? Also ich müsste am besten hier auf dem Weg drehen. Yeah, wieder. Und ich kipp gleich, weil der Schlamm hier wieder sich wunderbar fahren lässt. Verdammte Axt. Natürlich ist alles sinnvoll, was ich hier mache. Ne? Also man macht das so mit einem Sattel. Ne? Du fährst Querfeldbeet ein, damit du dann da so ein bisschen versuchst zu wenden, um dir dann ein weiteres Fahrzeug hinten drauf zu binden. Warte mal, wenn ich jetzt den so setze, dann kriege ich den nach da gedreht. So, und jetzt machst du das halt so, und dann ziehst du den halt da von dort nach dort hierher. Dann fährst du mit dem da raus und am besten kippst du dann gleich einmal um, weil das nicht anders ging. Jetzt babbelst du den dagegen, gegen die Wand oder kommt da nichts mehr weiter und dann war's das. Warum hängst denn du da jetzt? Ach so, dicke, fette Steine. Okay, gut. Scheibenkleister. Das wird gleich richtig üble Kiste werden hier. Ja, warum fahre ich jetzt gerade nicht mehr? Wieder irgendwo gehangen? Scheinbar. Okay, Dockeli. So, wir versuchen jetzt mal von dann zu schreiben. Der Motor ist hinüber. Gut, da wird dann nicht mehr viel geschritten. Mein Trinken ist alle. Ja. Naja. Was Mut das muss, ne? Was Mut das muss. Ich weiß, ich mach's mir wieder wahrscheinlich irgendwie unnötig kompliziert. Aber wir ziehen den jetzt einfach raus und ist gut. Dem Sprit ist noch wunderbar. Na, wir sollten den ja auch, glaube ich, irgendwie aufladen und sowas mit Spritle. Naja, mal gucken. Oh, hier könnte man Knackpunkt werden, weil der war ja doch ein bisschen steiler als gedacht, glaube ich.
Hier müssen wir zur Not schnell Winde lösen und Winde ziehen. Stop, 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 weil wir müssen jetzt gucken. Jetzt muss ich so minimal immer ein Stück weiter. Aber jetzt nämlich hier ums Eckle müssen. War doch hier rum, ne? Genau, wir müssen ja nämlich hier runter. Jetzt kommt da die Frage, ob ich den hier rumkriege. Weil jetzt kann sein, dass der dagegen babbelt. Nee, ich hatte Glück. Gut, das ist ein wenig Glück. Warte mal, was ist das jetzt? Nein, 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 stopp, stopp, was machst du denn? Ich will den doch da nach rechts weiterfahren. Wo denn hier lang fahren? Guck mal, warte mal, du könntest den doch hier durchziehen, oder? Jo, kommst du hier nicht mehr ran. Salmkleister. Ich will doch nur noch den nach da ein bisschen ziehen. Warum, warum kann ich nicht weiter nach hinten? Ach so, wegen dem Dicken da hinten. Ach du Jemine. Ach du Jemine. Ich stürze ab. Jetzt hänge ich halt da drin und da drin und da drin, oder? Weil ich jetzt an dem blöden Baum hänge. Wow. Warte mal, so schnell habe ich nicht geplant. Bitte nicht nachmachen, Kinders. Kann ich mir vorstellen. Das macht sowieso kein Dödel nach. Weil das ist der Oberdödel Lollig, der hat da wieder mal wunderbar total daneben gelegen. Und man fragt sich nur gerade, wie hat er es trotzdem geschafft? Einfach mit dem dödeligen Glück des Lollegs. Problem ist, ich kann jetzt gar nicht. Ich brauche zwei Winden. Ich brauche noch eine Winde. Und jetzt habt ihr gesagt, wenn ich noch ein bisschen niedriger schalte, dann müsste ich vorankommen. Aber wir können ja auch mal machen, dass wir uns hier ein Stück rausziehen. Ein Stück herausziehen. Achso, man sollte mal vielleicht auch ein Stück weitermachen. Ne? Ah, guck mal, zumindest hier ran. So, dann gucke ich mal, habe ich noch Platz für den da? Mein Knie. Ich setze mich halt immer anders hin, wenn ich dann in so einer Phase bin. Boah. Das war jetzt wieder mal verteufelter Schmerz, sage ich euch. Habe ich ja das nächste Problem, dass hier gerade sehr heftig von der Schräge halt ist. Aber wir schaffen das heute noch. Also die eine Mission schließen wir auf jeden Fall ab mit den Werkzeugen hier, damit wir das auch haben. Dann sind wir wieder bei zwei Missionen. Und dann gucken wir, was wir mit dem anderen noch so weit reparieren können, wie es geht. Ach, da war es das. Ah, schon ein bisschen anstrengend vom Schmerz her. So. Halt, müssen wir halt das Problem, jetzt müssen wir hier halt hochfahren. Ja, zumindest wird es gerade noch mal Tag. Gut, zumindest mal. Das Problem ist mal, ich muss auch mal, um das linke Bein manchmal auch zu strecken oder zu bewegen,
muss ich mein rechtes Bein nehmen und das dann sozusagen wie Unterstützung oder meine Arme dann sozusagen nehmen. Ich kriege das teilweise derzeit nicht alleine bewegt manchmal. Gott, ey, ist das eine Schuckelei, sage ich euch. Wir müssen nur noch bis da hoch, da herum und dann sind wir da. Ach ja, warte mal, solltest du vielleicht auch mal annehmen, die Quest, mein Kleiner. Verlorenes Werkzeug. Danke dir. Er kämpft hier aber auch sich durch. Er kämpft sich aber auch hier durch. Habe ich hier schon wieder irgendwas, was ich mitziehe? Wirkt, als ob ich da unten irgendwas wieder hatte, was ich mitgezogen habe. Hä? Was denn jetzt? Warte mal, das verstehe ich jetzt aber gar nicht. Der hängt doch nirgendwo. Hä? Okay, das ist jetzt gerade irgendwie strange. Wo hängt der denn? Jetzt hab ich bloß, dass du hier irgendwo dran hängst. Weil der hängt ja nicht. Doch, es scheint der Truck zu sein. Wo hängt denn der? Hä? Okay, das ist jetzt eine Sache, die ich gar nicht ganz verstehe. Wo hängt denn der? What? The hell? Also, ich mach das anders. Ich mach das einen kleinen Ticken anders. Ich stell kurz den Anhänger ab und dann hole ich mir den Truck so. Aber ich verstehe das nicht ganz, woran der jetzt da hängt. Ich habe das nichts gesehen. Zumal wir mit dem Anhänger und Kurse wäre ja drüber gekommen, ne? Ja, liefere ich einmal mal kurz ab. Und dann fahren wir kurz back, holen den, reparieren den, stopfen den dann soweit es geht voll mit Benzin. Und dann gucken wir mal, ob irgendwas da rauskommt. Benzin kann man jetzt nicht zurückziehen. Und wenn wir den nochmal irgendwo hinbringen müssen, ja, meine Güte. Hey, was machst denn du hier? So. Flap, 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 flap. Du hast die Ausrüstung gefunden. Wunderbar. Mein Chef wird sehr zufrieden sein. Vielen Dank. Aber gerne doch. Anhänger lösen. Und let's fetz. 220, 6 Reifen, 540. Nee, ich ziehe den trotzdem hierher. Ich weiß, es ist jetzt, könnte auch den Anhänger nehmen, aber das Problem ist, ich habe jetzt keinen Sprit hier drin und der hat auch keinen Sprit, der Anhänger. Aber wir können ja trotzdem jetzt erstmal dann gleich mal mitziehen. Und dann hat sich das. Wäre schön, wenn wir die heute auch nochmal hinkriegen, weil dann wäre das Quest Nummer 3. Wir zumindest fertig haben. Das wäre gar nicht so ohne. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe mich heute das erste Mal wirklich richtig hingesetzt zum Computer. Und es sind jetzt wieder so eine Schmerzen. Aber gut, es wird jetzt zum Abend hinein. Und, oh. Ich kann es nicht verstehen. Ey. Wenn nicht, werde ich mit dem nächsten Schreibtisch holen, wo ich mich da hinstellen kann. Mein Schreibtisch hier nicht lange ein, aber dann werde ich darauf sparen, dass ich mir den Schreibtisch zum Stehen hole und dann nehme ich im Stehen auf. Das ist mir völlig lang. Dann mache ich das Ganze so. Ist einfach so.
So, und du, warum kommst du da jetzt nicht raus? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Aha. Haha. Sag mal. Achso, man muss auch mal Rückwärtsgang einstellen. Was hat denn der da? Woran bitte hängst du? Muss man nicht sagen, dass es diese blöde Wurzel da ist. Scheint diese blöde Wurzel zu sein. Ich hoffe, ich kippe jetzt nicht, weil ich eine waghalsige, dämliche Aktion hier gerade mache. Doch, es sind die Wurzeln. Guck mal, ich hänge hier auch jetzt gerade an dieser Alpha-Wurzel. Guck mal, ich hänge nicht mal an der Wurzel wirklich dran. Ach doch, da unten, da drunter. Das kleine Ding da. Und da kriegt dann immer... Ist klar, ist klar. Ich krieg den noch raus hier, das zeige ich euch. Ich sage ich euch. Den hole ich mir noch. Den Truck, den reparieren wir, füllen den voll und dann, dann machen wir erst Feierabend. Warum? Egal. Ich frage gar nicht mehr, warum. Warum, das bringt schon ja nichts mehr bei dem Spiel hier teilweise. So. Was war denn das jetzt? Hä? Wo hängst du denn jetzt schon wieder? Ey, das kannst du mir doch nicht erzählen. Was soll denn das für ein Quark? Die mächtigen, dicken Donnerwurzeln hier. Du mich rollen jetzt echt wirklich langsam habe ich aber jetzt ist aber wirklich ein Kasper-Theater hier mit den Wurzeln. Das kannst du doch keinem erzählen. Mein Motor ist hinüber? Ach so, der Motor ist hinüber. Also das muss ich schon sagen, das ist ein bisschen Quark mit Sahne, mit diesen dicken Wurzeln. Guck mal, ich komme hier nicht dran vorbei an diese Wurzel. Hallo, ich will doch einfach nur Kamera nach hinten weiterziehen, das geht nicht, oder was? Und ich kann den auch nicht da hinten dran setzen. Och, come on, ey. Da muss ich doch jetzt gerade, jetzt bin ich so ein bisschen tierisch genervt von dem Spiel wieder, weil wieder so ein Ding ist, was ich dann nicht verstehe. Also... Manche Sachen sind ja schon, aber diese Wurzeln teilweise, die machen dich ja fertig, ey. Boah, ich kann den nicht hier hochziehen, ne? Ich krieg den nicht hoch. Das ist schon übel, die Kiste. Ganz, ganz üble Kiste. Ich versuche mal jetzt, ob ich den vielleicht, wenn ich so stelle, mich den so hochziehen kann. Ich habe echt keine Lust mehr mit diesem Spiel, dass das jedes Mal so ein Blödsinn macht. Ich würde am liebsten dieses Auto nehmen, zerbomben und wegschmeißen. Okay, also auf dieses Auto hier hast du ja keinen Bock. Problem ist, ich kann den jetzt wahrscheinlich nicht mehr anschieben, weil ich jetzt dann drauf fahre wahrscheinlich. Oh.
Naja, wir haben uns jetzt komplett hier reingesaut. Warum? Gibt es hier irgendwie noch einen anderen Weg, den ich fahren kann? Ja, ich könnte hier kurz so ein bisschen herumfahren. Oder? Ja, da hinten könnte man noch lang versuchen. Ja, mach ich das mal so. Andere Wahl habe ich gar nicht. Der kommt ja da nicht hoch. Erst wegen der Wurzel und jetzt wegen dem Schlamm, weil ich durchgesudelt habe schon komplett. Der Auto ist ja schon teilweise im Schlamm drin. Ah, das ist so anstrengend. Also, das Gebiet ist wirklich massiv anstrengend. Oh, jetzt komm her, du blödes Vieh. Komm her, du blödes Vieh. Ah, ich bin auch so einer, ich habe keine Lust, da jetzt bei sowas aufzugeben gerade. Ne? Also, ich könnte ja jetzt einfach sagen, ist halt so. Leck mir am Popo. War ja einfach nicht heute mehr. Aber ich will das ja fertig haben. Nee, warte mal, jetzt zieh dir mal bitte der erstmal so ran, dass wir den zusammen haben. Ist mir egal, ob der sich also an den Rand zieht oder an den Rand zieht. Er sollte jetzt zumindest nicht so weit auseinander stehen. So. Können wir jetzt los? Wir können los. Okay, ich komme hier nicht hoch, wie ich gedacht habe. Scheibenkleister. Ich komme hier nicht hoch. Schließt die Quest nicht ab. Wenn wir eine Stunde eine Aufnahme heute haben, wir schließen die Quest ab, ja. Also zumindest so, dass ich sagen kann, der erste Teil ist erledigt. Oder wir sollen sagen, um hier kippt es. Eins von beiden wird heute noch passieren. Entweder kippt unser Dicker um oder keine Ahnung. Ey, fang mir jetzt nicht an mit diesem. Weißt du? Also. Du musst mich doch einfach nur ärgern, oder? Warum bin ich durchgekommen? Der war ein Arzt im Weg. Ey, das kannst du doch keinem erzählen, Mann. Die mächtigen Äste und Wurzeln der Russischen Föderation. Jetzt habe ich mich hier komplett eingesübelt. Beweg dich, Digga. Ich komme gerade nirgends mehr hin. Und was mich nervt, dieses Spiel nervt mich in der Sache auch mit seinem blöden Autoding da. Also diesen sozusagen Suchen von Ankerpunkten automatisch und so. Sag ja, ich sehe es noch kommen, dass ich rumkippe heute. Mit dem blöden Fahrzeug. Ja, jetzt suchst du natürlich dort, ne? Jetzt nimmst du den dort. Ey, der aus. Ey, der aus. Das kannst du doch keinem erzählen, ja. Woran hängt denn der jetzt hier? Ich verliere echt gegen diesen Baum, oder? Ich komme nicht runter, weil da der Dicke steht. Wobei ich mich jetzt in diesen Baum hinein fotografiert habe. Ah ja, und dann habe ich noch den doofen Stein hier unter mir, wa? Ich habe mich wirklich in eine geile Lage gebracht. Das muss man auch erstmal hinkriegen, wa? Dieser blöde Stein. Habe ich dich, du blöder Stein.
Ich kam da nicht durch. Erst wegen dem Stein und dann wegen dem Baum. Also wirklich, dieses Spiel macht mich kaputt jetzt. Ich weiß jetzt hier nicht viel mit Physik und mal alles und so weiter. Und sinnvoll und so weiter. Aber komm, nen Ast. Ein blöder, verdammter Ast. So. Ich repariere den noch heute. Der wird heute repariert, das ist mir egal. Wir machen Feierabend, wenn das Ding repariert ist. Und wir vielleicht die Quest abgeschlossen haben. Aber ich bin rausgekommen. Dickköpfig, aber rausgekommen. So, jetzt habe ich euch alle wieder wach gemacht, ne? Ne, wir haben 100 pro alle eingeschlafen. So. Vielleicht stich mal hier schon ran, dann kann die hier erstmal repariert werden und dann, ja. So. Macht ja auch keinen Sinn, hier überhaupt irgendwas mit hinzubauen, was mehr wert ist als das blöde, naja. Reparieren. Bam. Oh, der ist schon mal wieder fit. Der auch. So, Anhänger lösen. Oh, jetzt komm mal mit. Werde ich dich nochmal mitnehmen und dann fahre ich dich kurz, um dich voll zu tanken. War mir klar, dass der dahin geht. Das war, also, ja, jetzt siehst du schon mal ein bisschen besser aus. Leerer Tank. So, haben wir gleich geschafft. Aber gleich geschafft. So, dann tanken wir den voll. Beide Fahrzeuge. Ist das Ding wahrscheinlich schon wieder leer. Ich habe ja wirklich einen Extremspritverbrauch jetzt gehabt. Allein, weil ich da mich durchkämpfen musste. Aber ich glaube, ich hatte den auch noch nicht komplett voll hier, ne? Vielleicht mal wieder kaputt gemacht. So, pass mal auf. Wenn ich den jetzt nachtanke. Nicht schlecht, sehr liebevoll restauriert. Ich freue mich schon, dich am Steuer zu sehen. Ah, so, jetzt ist der unser übrigens. Jetzt ist der unser, meine Damen und Herren. Damit haben wir die Quest geschafft. Wir haben 3 Quests heute erledigt. Und wir haben jetzt ein neues Fahrzeug. Den Dick muss ich immer noch rausholen, wa? Ich stehe immer noch da unten rum, habe ich immer noch nicht rausgeholt. Junge, guck mal hier. Lieferung, ja, okay, das habe ich. Ah ja, Lieferung ans Lagerhaus hatten wir jetzt von da und Lieferung an Pi hatten wir auch noch. Ach du Heiliger. 2 neue, nochmal 4 Wettbewerbe, die wir da machen. Okay, also wir haben hier nochmal 4 Wettbewerbe, die kommen am Ende. Und jetzt haben wir ja aber hier noch Quests. Ne, nee, Testflug haben wir nicht mehr. Pfadfinder haben wir auch nicht mehr. Wir haben jetzt Wiederaufbau, nee, Wiederaufbau nicht. Lieferung von Bauausrüstung. Das ist das nächste Ding, was wir auf jeden Fall mal angehen werden. Da werden wir von hier aus 2 Frachtcontainer nehmen, da hochbringen und dann von hier hinten noch den anderen dann holen. Irgendwie so machen wir das dann, das kriegen wir schon hin. Ich guck mal, dass ich bis zur nächsten Folge meine Fahrzeuge mal alle wieder Richtung Werkstatt so langsam bibbel. Wey, du könntest eigentlich hier stehen bleiben und nachher diese Lieferung-Dinger machen, wa? Wobei, den lasse ich unten, genau, den werde ich hochbringen mit dem zusammen, flupp, hoch damit, dann nimmt er das schon mal mit, geht hier hoch, macht das fertig, fährt hier rüber, Ölfeld, machen wir irgendwie das Ding nochmal drauf, guck mal, irgendwie kriege ich das schon hin und dann liefern wir das darüber und dann machen wir das in der nächsten Folge, aber, wie sieht es hier aus? 92%, meine Damen und Herren.
Noch 8%. Noch 8%. Wir haben noch 4 Wachtürme, die wir freischalten müssen. Wir haben aber auch noch 6 Upgrades, die wir freischalten müssen. Also da kommt noch ein bisschen was. Haben jetzt aber auch nur noch 21 Quests übrig. Ja? Davon ist einer der, 4 noch davon. Damit hast du schon 5 weniger. Und damit bist du schon bei 16 nur noch, die wir suchen müssen und sowas. Das kriegen wir aber schön. Aber für heute war es erstmal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Kommi ist immer was Feines. Und über ein Abo freue ich mich natürlich auch immer sehr. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge dann, wie gesagt, Rückspuren. Wir werden die, ich werde ein bisschen was vorbereiten, sodass wir dann in der nächsten Folge die Sachen abliefern und vielleicht 1-2 Wettkämpfe dann mal angehen. Wäre eigentlich auch ganz gut. Dafür steht der andere ja noch drüben, wenn wir die Wettkämpfe doch angehen. Und hier das Fahrzeug bringe ich rüber auch noch in den in die Werkstatt. Und dann gucken wir mal weiter, ne? Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag, Abend oder Morgen, je nachdem, wann ihr die Folge angeschaut habt. Und alles erdenklich Gute bis dahin. Tschüss!